Servus miteinander. In diesem Video schauen wir uns gemeinsam einmal den Unterschied zwischen Straf- und Zivilrecht an. Und das wollen wir in aller Kürze tun und schauen dafür einmal getrennt auf die beiden Begriffe eben Strafrecht und Zivilrecht. Na toll, jetzt steht hier öffentliches Recht. Und das ist natürlich richtig so. Wir wollten uns zwar eigentlich Straf- und Zivilrecht anschauen, aber wir müssen uns hier einfach klar haben, dass Strafrecht ist einfach ein Bestandteil des öffentlichen Rechts. Es ist also sozusagen eine Unterkategorie. Und da gibt es eben auch noch andere Unterkategorien oder Rechtsbereiche, wie zum Beispiel das Verwaltungsrecht, das Steuerrecht, auch das Polizeirecht oder die Grundgesetze zählen eben zum öffentlichen Recht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist die Gemeinsamkeit dieser Rechtsbereiche und damit eben auch ein Kennzeichen des Strafrechts. Und das ist eben darin zu sehen, dass das hier das Verhältnis zwischen Bürger und Staat regelt. Wenn also der Bürger einen Anspruch gegenüber dem Staat hat bzw. haben will, dann ist eben hier die Grundlage immer das öffentliche Recht. Genauso das staatliche Handeln, also das staatliche Handeln gegenüber einem Bürger, muss dann eben auf öffentlichem Recht fußen, also es muss auf Gesetzen fußen und die sind dann eben im öffentlichen Recht zusammengefasst. Also ganz wichtig, das klar zu haben, das öffentliche Recht regelt das Verhältnis zwischen Bürger und Staat. Jetzt wollten wir aber wissen, was das Strafrecht ist. Das regelt also auch das Verhältnis zwischen Bürger und Staat und hier geht es dann eben darum, dass der Staat sich anschaut, wie er welche Strafe gegenüber diesem Bürger dann gegebenenfalls verhängt. Ein Beispiel wäre hier ein Diebstahl, also ein Bürger stiehlt etwas und dann tritt der Staat eben dem Bürger gegenüber in Verhältnis, nämlich indem er basierend auf dem Strafrecht eben eine Strafe verhängt. Als zweiten Begriff wollten wir uns ja das Zivilrecht anschauen. Und hier ist es jetzt auch wieder so, wie man hier wahrscheinlich schon erahnen kann, Zivilrecht ist quasi eine Unterkategorie von Privatrecht. Wichtig ist es im Privatrecht, beziehungsweise jetzt ja im Zivilrecht eben, hier wird das Verhältnis von zwei Bürgern untereinander geregelt. Hier geht es also um Ansprüche, die ein Bürger gegenüber dem anderen Bürger hat bzw. geltend machen möchte. Beispiele hierfür wäre zum Beispiel, Vermieter und Mieter streiten eben darum, welche Summe noch aussteht oder ähnliches. Und dann finden wir uns hier in einer Rechtsbeziehung zwischen zwei Bürgern und somit fällt das hier dann eben ins Zivilrecht. Ein zweites Beispiel wäre, wenn es darum geht, dass eine Person Schadensersatzansprüche gegenüber einer anderen Person geltend machen will. Dann haben wir ja schon wieder einiges gelernt. Wir haben uns als erstes das Strafrecht angeschaut. Das Strafrecht ist ja eine Kategorie des öffentlichen Rechtes. Im öffentlichen Recht geht es darum, die Beziehungen zwischen dem Staat und Bürgern zu regeln. Beim Strafrecht als eine Kategorie des öffentlichen Rechtes geht es dann eben ganz konkret darum, welche Strafen der Staat für Straftaten verhängt. Also zum Beispiel, welche Strafe bekommt jemand, der einen Diebstahl begangen hat? Als zweites haben wir uns das Zivilrecht angeschaut. Das fällt eben in das Privatrecht. Beim Privatrecht bzw. beim Zivilrecht ist es eben so, dass es um Rechtsbeziehungen zwischen zwei Bürgern geht. Hier wäre ein Beispiel der Schadensersatzanspruch, den eine Privatperson gegenüber einer anderen Person geltend machen möchte.